Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Mit ein paar Infos. Denn, ihr habt sicher schon mitbekommen, die Raids laufen länger. 90 Minuten laufen die Raids. Und das Ei, das dauert nur 15 Minuten. Ist auf jeden Fall eine große Änderung. Heute und sie fangen früher an. Also heute bereits 5 Uhr irgendwas kamen die ersten Berichte. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ist wahrscheinlich nicht dauerhaft. Das gab es letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal so in der Art. Also an sich haben die ja schon öfters an den Zeiten rumgedreht und rumgeschraubt und rumgespielt. Und ich glaube, das ist halt deswegen, weil wir haben ja die verschiedenen Raubkatzen, 3 verschiedene. Und nächste Woche haben wir Deoxys mit 4 verschiedenen Formen. Und je länger der Raid läuft, desto mehr Zeit hat man, um sich abzusprechen, weil nicht jeder will jeden Raid machen. Du kannst dich einfach sagen, Fünfer Raid, Treffpunkt so und so. Und dann wird es halt mit der Organisation schwer, weil die Leute halt wissen wollen, ja, hey, Raikou, Suicune will ich nicht unbedingt machen. Oder ja, Verteidigungsform Deoxys, nee, danke und sowas. Deswegen, je länger der Raid läuft, desto leichter ist die Organisation für uns. Ein paar Nachteile sind natürlich, je länger ein Raid läuft, desto länger ist er halt blockiert, desto weniger können wir angreifen, Arenen machen und sowas. Vor allem in einem kleinen Dorf oder so, wo es halt nicht viele Arenen gibt, könnte das auch schon nervig sein. Schauen wir mal, wie das so wird. Ich mache ja momentan eine Menge Arenen. Mal schauen, ob die dann zu lange drauf sind und dann das beeinflussen werden und ich dann nicht mehr oft genug an die Arenen rankomme. Das wäre schon nervig, aber wie gesagt, ich denke, das ist nur temporär und danach wird es wieder normal. Und passend zum Thema Raids haben wir erstens heute eine legendäre Raid-Stunde und nächste Woche und übernächste Woche schon mal garantiert. Das heißt, diese Woche, also heute, für die 3 Raubkatzen, nächste Woche für Deoxys, die 4 Formen, Angriff, Verteidigung, Speed und Normal. Und, ja, übernächste Woche, Shiny Mewtwo Raid-Stunde. Die wird sowas von abgehen. Das wird so krank. Die ganze Woche wird krank, aber vor allem diese Raid-Stunde. Ich werde die Stunde jetzt doch nutzen. Ich habe mich entschlossen, eigentlich jetzt jede Stunde zu nutzen. Vor allem ist es halt eine gute Gelegenheit, die Arena-Punkte zu bekommen. Ich denke mir, ja, wieso nicht? Nehmen wir halt die Raids mit und dann die saftigen 1000 Punkte pro Arena. Und das halt dann jede Woche wenigstens. Und natürlich gutes Videomaterial für euch. Morgen checkt das Video ab. Kriegen wir einen 100er Raikou, Entei oder Suicune. Oder noch einen Shiny zum Tauschen. Die kann man ja auch gut vertauschen. Selbst Suicune, sehr, sehr unbeliebt, ich weiß, aber auch da Shiny Suicune legendär. Den kann man auf jeden Fall gut vertauschen. Also so ist es halt nicht. Das ist halt vollkommen nutzlos oder so. An sich war es das mit den Neuigkeiten. Diese 2 Infos für euch. Längere Raids und die legendären Raid-Stunden für die nächsten Wochen sind bekannt. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das findet mit den längeren Raids. Denkt ihr, das ist hilfreich und nützlich für die Organisation oder denkt ihr, das stört euch bei den Arenen, weil die dann länger blockiert sind? Ich gehe jetzt raus, wahrscheinlich fangen, deswegen heute nur ein kurzes Video, weil ich will die Gelegenheit noch nutzen. Gestern waren eine Menge Wieso am Start. Ich habe ein paar gemacht, aber leider nicht genug. Leider noch kein Shiny. Und heute anscheinend sollen sie auch schon wieder weniger sein. Ich bin gespannt, ob ich noch ein Shiny Wieso bekomme oder ob ich meine Chance gestern und vorgestern Abend verpasst habe. Und Skorgler natürlich auch. Hier und da, falls ich mal einen Skorgler finde. Hoffentlich wird der Shiny. Euch viel Glück, viel Erfolg mit den Shinies und bei der Raid-Stunde heute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon ist serious business.